Also Klimaschutz ist ja keine Pflichtaufgabe bei den Kommunen. Und da würde ich die große Unterstützung sehen fürs Contracting, wenn hier also verpflichtend Energiesparmaßnahmen bei Kommunen erforderlich werden würden. Dann könnte man sagen, Contracting ist eine gute Alternative und könnte hier Unterstützung bieten für Energieeffizienzmaßnahmen. Und dass Klimaschutz einfach mehr eine Pflichtaufgabe wird bei den Kommunen. Das ist eigentlich die große Basis, um halt für Umsetzungsalternativen auch einen Weg zu bereiten.